Leute, ich bin so aufgeregt. Tschüss, Daddy. 5 a.m. and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow. But it will still be there. No, they don't pick us up. While the spring's still here, they don't make haste, 'cause they know what's coming. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog, zu einem ganz, ganz besonderen, denn heute ist der Tag der Tage. Wir haben uns jetzt 7:30. Genau. Hayley ist hier noch mit Papi am Spielen. Und wo geht's gleich hin, mein Schatz? Von Kanada. Wenn das nicht schon ein Omen ist für diesen Tag. Nein, Spaß. Den habe ich natürlich auch hervorragend hier gerade hingestellt. Das erste Malörchen am frühen Morgen. Der Kaffee ist jetzt umgestoßen. Und wir gehen heute in den Kindergarten. Erzähl doch mal, wer alles von deinen Freunden schon im Kindergarten ist. Weißt du das? Na, Milana. Richtig. Und wer noch? Ruthie. Sophie. Marie. Ruthie. Wow. Ida. Genau. Ich bekomme jetzt erstmal die Haare schön für den Kindergarten. Wir haben es jetzt 7:30, wollte ich sagen. Wir sind wie lange ungefähr schon wach? 3/4 Stunde bestimmt schon, ne? Wir sind auch total aufgeregt, alle drei, wisst ihr ja mittlerweile. Wer mir auf Instagram folgt, wird mit Sicherheit gestern den Post gesehen haben. Und heute Nacht habe ich mir sämtliche Kommentare dazu noch, ja? Ich mache das live wieder weg. Alles klar, sämtliche Kommentare zu durchgelesen. Und ich sag's euch, ich habe in der Nacht Rotz und Wasser geheult, weil ihr mir einfach so, so viele tolle, liebe Kommentare geschrieben habt. Das ging mir echt nah. Also dafür ein riesengroßes Dankeschön. Ich werde mich heute tapfer schlagen und die Motte mit Sicherheit auch. Genau. Und deswegen nehmen wir euch natürlich an unserem besonderen Tag heute mit. Was so passiert, keine Ahnung. Aber ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, wie ich aussehe. Ring. Ja, richtig. Ganz, ganz viel Spaß bei unserem Family Vlog. Lehnt euch zurück und los geht's. Die andere ist süßer, ja. Guckt euch das an, was für eine unerträgliche Hitze wir heute im Laufe des Tages bekommen. Höchsttemperatur ist 34 Grad. Das ist schon eine heiße Nummer. Deswegen werden wir uns natürlich auch dementsprechend anziehen. Unser Morgenritual wird hier gerade vollbracht. Kaffee trinken ganz entspannt, eine Runde spielen und uns einfach auf den Tag im Chill-Modus vorbereiten. Und jetzt wird noch gemalt und dann geht es hier so richtig zur Sache. Ne, Fati? Mhm. Bist du auch aufgeregt, Engel? Irgendwie. Ja, ne? Unser großes Mädchen darf in den Kindergarten. Hup, hup. Hup, hup. Du hast was für den Kindergarten gemalt? Zeig mal her, Puppe. Wow, was ist das? Rasen, wo ihr drauf spielt? Cool. Toll. Ich wollte euch nur zeigen, ich bin startklar. Für Motte ist auch schon alles rausgelegt. Aufgrund der Temperaturen heute Morgen. Wir kuscheln jetzt auch. Habe ich mich für eine lange Hose entschieden, weil ausziehen kann ich mich zu Hause immer noch. Wir werden ja jetzt nicht 18 Stunden da bleiben. Deswegen habe ich mir diese Jeans hier. Wo haben wir die nochmal geshoppt? Bei TK Maxx, ne? Jo. Genau. Die liebe ich total, weil die richtig schön stretchig und bequem ist. Dazu gleich noch eine Sandale. Und dieses Oberteil ist auch schon, ich glaube, locker 5 Jahre alt. Das habe ich mal bei H&M ganz günstig geschossen. Das habe ich auch in Altrosa. Meine Kette, gleich noch Ohrringe. Genau, gewaschen, Zähne geputzt, all das habe ich schon hinter mir. Jetzt gleich nochmal einmal Haare bürsten und ein bisschen Wimperntusche, Concealer auftragen. Mehr werde ich bei der Hitze heute aber auch nicht machen, weil das bringt gar nichts. Denn ab 13 Uhr, wenn wir hier knapp 35 Grad haben, wird mir das eh alles runterlaufen. Und deswegen macht das überhaupt gar keinen Sinn. Genau, also kann losgehen. Ich bin aufgeregt.
Nur ranhalten. Guck, die macht alles ganz anders. Nee, immer. Ja, ich weiß. Hat sie wie gemacht? Nee, hat sie noch nicht. Das hörst du, wenn sie hier wütend macht, alle Kinder putzen kriegen. Nochmal hier, dann bist du, glaube ich, gleich fertig. Dann müsstest du sie doch gleich zwingen. Wow, hast du weiße Zähne? Guck mal rein. Nochmal ab. Mal da in der Ecke machen wir noch. Und einfach immer nur so lang. Oh. Hier darfst du den Rest machen, bis sie wütend macht. Da. Fertig. Ausmachen. Ich weiß. Warum machst du so leise? Hm? Ich brauche ja einen Scheitel, mein Schatz. Muss ja gleichmäßig werden, weißt du? Ha? Es muss ja gleichmäßig werden. Ist das die linke oder die rechte? Das hier ist rechts. Ist das die linke? Halt mal still einmal, Mutter. Sonst kann ich dir deine Wunschzöpfchen hier gerade nicht machen. So, mein Schatz. Engel? Ja? Das ist die durchsichtige Flasche gewesen mit der Ananas drin, ne? Die neue. Da sind ja zwei. Nee, die mit dem Strohhalm habe ich ausgewaschen. Die andere ist noch unbenutzt. Bin ich gleich fertig? Mhm. Darf ich denn zu Papa? Mhm, wir kriegen dann nur noch einmal deine Nase ein. Und meine Lippe. Genau. Ich mach meine Lippe. Du machst deine Lippe? Mhm. Eine gelbe Tapfe. Mhm, extra für dich deine Lieblingsfarbe, ne? So Leute, es geht los. Das ist mein Rucksack, da ist die Wickeltasche drin und auch noch eine Wechselhose, zwei sogar und ein anderes T-Shirt. Sonnencreme ganz wichtig, die Brotdose, die hat Papa Ralf heute gemacht, wollte er unbedingt machen. Hier sind jetzt in ihrer Kindergartentasche einmal die Hausschuhe drin, für mich mehr glaube ich. Taschentücher, ganz wichtig von meinen Mädels, ein guter Tipp. Ihr neuer Sonnenhut, frisch gewaschen und jetzt gucken wir mal einmal schnell rein. Und dann müssen wir auch los, was Papi hier gezaubert hat. Einmal ein Vollkornbrötchen. Sie wollte das ganz haben. Zweimal Teddywurst und Gurke. Mhm. Was ist hier drin? Ach, ein Quetschi und ein Riegel. Ach, süß. Sehr gut. Das nehmen wir jetzt mit. Das hatte ich euch im letzten Vlog gezeigt, wo wir das her haben. Ich bin so aufgeregt, Leute. Klein Tada. Und den Vlog werde ich euch auf jeden Fall verlinken, ne? Ist von Aldi. Genau. Und hier an der Seite, ihr Trinken, ihr Lieblingsrucksack, den kriegt sie jetzt auch, was ich hier nicht so gerne mag. Das ist halt so ein günstiges Teil, das sind die Schnüre. Deswegen habe ich nochmal einen anderen bestellt in ihrer Lieblingsfarbe. Das weiß sie noch nicht, der kommt aber noch nicht an. Und ich trage ihr den ja auch in den Kindergarten rein und dann reicht das ja auch. Ansonsten die Unterlagen, was man alles so auswählen musste, das habe ich hier drin. Aber sonst so wie Wechselklamotten, so Regenjacken, dies, das, Ananas, all das nehme ich heute noch überhaupt nicht mit. Kuscheltier ist im Auto und deswegen hey ho, let's go. Ich habe mich auch selber am Zutaten. Das weiß ich, mein Schatz. Und was müssen wir noch machen? Langziehen. Hier auch. Guck mal, das müssen wir auch mal alles sauber machen. Na, wir fahren jetzt los. Freust du dich, meine Süße? Und wie lange dauert das? Das geht ganz fix. Mama macht den Bibi Blocksberg Düsenantrieb an, okay? Und ich glaube, wir könnten die Tage mal wieder das Auto putzen mit Papi, ne? Warum machen wir das denn? Und nachher gibt es noch eine Überraschung, ne? Also los geht's. Los geht's. Papi, noch einen Kuss? Tschüss, Schatzi. Viel Spaß im Kindergarten. So, los jetzt. Ich liebe dich. Ihr kleinen Knutschbacken. Auf geht's. Leute, ich bin so aufgeregt. Tschüss, Daddy. Yay. Die Brotdose kommt da jetzt wieder rein. Warum? Genau. Dann kommt das wieder an den Haken. Und dann können wir wieder rausgehen zu den anderen Kindern, ne? Und muss das da rein? Weil jeder das in seinem Rucksack drin hat, mein Schatz. Und warum? Na, damit man nicht durcheinander kommt und das seine Ordnung hat, Mausi. Wir haben es jetzt 20 vor 11 und Motte möchte immer noch nicht nach Hause. Es läuft super. Ich bin jetzt zwar gerade völlig überbelichtet, Leute, aber das ist Mama, mir so egal. Wir haben den ersten Tag total erfolgreich geschafft. Mami, ja, mein Schatz? Kann mal hier beides an. Soll ich mal anfassen? Wir haben gerade alle Türen auf und das Auto ist so heiß. Wir haben 34 Grad, das ist kein Scherz. Nee, das geht hier gerade noch. Das andere war eben ganz doll heiß. Leute, ich bin so positiv, so, oh, es war so schön. Ich muss euch das nachher ganz in Ruhe zeigen. Ich wollte jetzt nur einmal direkt euch Bescheid sagen. Ist heiß, du musst auch noch nicht rein ins Auto. Ich möchte einmal zeigen, was du für Oma gebastelt hast. Hayley hat heute das erste Mal mit Schere und Kleber gebastelt. Ist sie ganz stolz. Schaut mal. Weiter, runter, guck mal.
Ah, oh, super. Und das möchtest du gleich wem schenken? Halt mir einmal hoch. Na klar. Der Oma oder dem Kalli? Dem Kalli. Und wir wollen jetzt auf jeden Fall direkt los, wenn es ein bisschen abgekühlt ist. Weil Heidi kriegt jetzt ein richtig leckeres Eis, ne? Ich habe auch voll viel Spuck im Mund. Ich habe natürlich an mich nicht gedacht. Ich hatte kein Wasser mit und gar nichts. Und das muss ich morgen sofort ändern. Gerade bei der Hitze, ich kriege auch gleich Kopfschmerzen. Deswegen nur noch los und ein Eis kriegst du, ne? Darfst du dir ein leckeres Eis gleich aussuchen. Und Motte hat eben dann auch endlich ihre kurze Hose angezogen. Huch, was machst du denn da? Es ist unerträglich. Ich kann es nicht oft genug sagen. Das ist auch der Grund, warum wir genau sofort losdüsen. Und Motte, was möchtest du für ein Eis haben? Vanille. Vanille? Mit Schoko. Ja, das habe ich mir gedacht. Das hast du dir auch verdient, ne? Ja. Mit Dippy? Also, auf geht der Peter. Dippy darf auch ein Schoko. Ja, Logo. Ihr wart so tapfer heute, habt das so gut gemeistert. Da gibt es jetzt ein dickes, fettes Schokoeis. Guckt mal hier, das Willkommenskomitee de la Omi für Motti. Weil das so ein toller, toller, erfolgreicher Tag heute war. Die ganze Arbeit von Oma in 3 Sekunden erledigt. Puh, kalt, aber das tut gut. Hey, du Frechdachs. Das ging jetzt richtig schnell. Erst wollte ich mit ihr zur Eisdiele fahren, aber es ist einfach zu heiß. Und zu Hause hat man dann mehr davon. Normalerweise haben wir die letzten Tage mal Eis selber gemacht, aber das Kind liebt nun mal Schokoladeneis. Deswegen habe ich einmal gekauft Schokochip, dann Bourbon-Vanille, Sprühsahne, Schokosauce, dann einmal noch hier so eine Wabbeln. Das ist für das selbstgemachte Eis. Das war nämlich leer. Habe ich auf Insta-Story euch gezeigt, was wir da immer machen. Bananen und Krokant. Omi lacht, da ist bestimmt gerade eine Wasserbombe explodiert. Was? Ach du meine Güte! Ich habe ihn hochgeworfen und ist auf den Kopf gefallen. Jetzt hallo, wie siehst du denn aus? Virginas. Aber das ist eine schöne Abkühlung, oder? Zieh das T-Shirt aus, Schatz. Zieh ruhig aus. Genau, und da mache ich uns jetzt einen leckeren Bananasplit, damit das Kind richtig glücklich ist. Denn es war so toll, aber dazu später mehr, sonst nach, schmilzt das Eis. Nach mir. Wie siehst du aus? Jetzt. Wir wollen doch jetzt erstmal ein Eis essen. Guck mal, hier warten noch ganz, ganz viele auf dich, die Omi für dich vorbereitet hat. Nur hier rein, aber ich warf die nicht. Du wirfst die noch nicht, aber schon mal da reinpacken? Ja, ich pack die vorsichtig. Da soll Omi okay. Die vorsichtig da reinpacken, ne? Ist das sonst ganz aufregend? Komm, zieh dich mal aus und dann schlappern wir ein leckeres Eis. Kalt. Ist kalt? Ich möchte euch echt nicht neidisch machen, ne? Aber das haben wir uns jetzt wirklich verdient. Einmal für mich, die liebe Omi. Das wird hier richtig dekadent gefeiert. Und unsere kleine, nein, große Kindergartenmaus. Schmeckt richtig. Das schmeckt lecker, ne, Omi? Ja, ist mein Leibgericht. Meins auch. Bananasplit, do it yourself. Yeah. Und Omi war so fleißig mit den Luftballons. Guck mal hier, alles voll. Herrlich. Hab ich dir versprochen. Oh, ich freue mich. Und jetzt fahre ich auch erstmal runter, trink was, ess was. Und jetzt will Omi bestimmt Bericht, richtig? Ja. Okidoki. Hier ist dezent gerade das kleine Chaos ausgebrochen, aber nur aus einem Grund. Was müssen wir jetzt backen, Schatz, für heute Abend? Ich möchte ein Schokobrot. Ein Schokobrot? Ja. Das kann ich dir leider nicht erfüllen, den Wunsch. Aber ich kann dir ein leckeres Dinkel-Vollkornbrot machen. Und genau das werden wir jetzt auch tun. Dieses Brot habe ich schon etliche Male auf diesem Kanal gebacken. Ich werde euch das auf jeden Fall hier nochmal verlinken oder in der Infobox. Dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Dinkel-Vollkornmehl brauchen wir. Das wird nämlich nicht ausreichen. Sonnenblumenkerne. Dann haben wir hier Wasser, Haferflocken. Ich habe leider keine frische Hefe mehr und die läuft jetzt auch demnächst ab. Deswegen erstmal alles aufbrauchen. Ganz wichtig, Essig. Und hier sind noch Chiasamen. Und Mott ist hier unsere Backbiene und deswegen geht es jetzt los. Ich rufe nicht Papa an. Du rufst jetzt doch nicht Papa an? Nee, willst du einen Zopfgummi zum Backen haben, vorsichtshalber? Nee, Daddy geht nicht ran. Papi geht nicht ran. Ja, nee. Akku ist leer. Ne? Müssen wir aufladen, guck mal. Ist alle. Dann muss ich so eingehen. Ja, gib mal ein. Was brauchen wir für Zutaten? Und das aufmachen. Jetzt darfst du den aufmachen, ja. Was macht den Kindern natürlich am meisten Spaß? Ach ja, das Einfetten der Brotform. Da kann man schön rumpanschen und rumgatschen. Aber macht die Motte hervorragend, ne? Und was denkst du jetzt, dass du mit der Flasche deine Hände waschen kannst? Und
Darf ich nee, das können wir nicht machen. Da darf ja nur die Butter drin sein. Das ist jetzt Quatsch sonst, ne? Willst du Hände einmal waschen? Nee. Nö, alles klar. Innerhalb von 6 Minuten haben wir so ein leckeres Brot vorbereitet. Übrigens waren das keine Chiasamen, sondern Leinsamen. Die haben wir heute auch als Topping. Und jetzt geht das Ganze 60 Minuten lang in den Öfen. Ja, so. So, durchtucken, machen. Kleine Quatschbiene, ne? Was spielen wir? Papst. Genau. Das Vogelspiel. Und Vogel? Ich zeig dir. Ja, zeig mal, was du meinst. Obstgarten? Zeig mal. Ach, so meinst du. Ja, wir werden jetzt hier so richtig Vollgas geben im Zimmer, ne? Ich habe uns jetzt gerade noch eine kleine Obstpause gemacht. Ja, Hayley ist voller Energie. Fragt mich nicht, seit gestern, ne? Wird hier richtig durchgezecht, ohne Mittagsschlaf, aber trotzdem richtig gute Laune. Und Kindergarten heute. Schwindelig? Auf jeden Fall habe ich uns hier einmal eine Pflaume. Wollte ich uns eigentlich klein schneiden, aber Hayley wollte sie am ganzen Stück. Nein, eine Nektarine, du Nase. Und ich habe jetzt eben so ein bisschen, sieht jetzt nicht ganz so lecker aus, die Haut abgemacht. Die mag sie nicht so gerne. Genau, Nektarine. Ich habe jetzt endlich Kaffeepause, Leute. Nektarine! Wir haben es nämlich 3:30 und deswegen wird da auf jeden Fall für mich jetzt Zeit. Ich habe nämlich gerade ein Hängerchen. Euch mal an dieses kleine strahle Kindergartenkind. Ich bin so unfassbar stolz. Das Brot ist jetzt im Ofen, ne? Ich werde jetzt mit Motte auf jeden Fall hier schön drin spielen, weil draußen, das hält kein Schwein aus, Leute. Wir haben 34, 35 Grad und ich werde nirgendwo an einem späten Nachmittag, wenn wir so viel Außentemperatur haben, hinfahren. Das ist einfach zu hardcore und sie ist ja auch komplett ausgelastet. Und ich muss gleich noch Abendessen vorbereiten, deswegen auch ich bin total geschlaucht von dem Tag. Ich werde euch auf jeden Fall nachher noch berichten, wie es gewesen ist. Das mache ich aber dann, wenn ich auf Ralfi warte, wenn er von der Arbeit kommt und der kleine Wurm hier den Sleeper macht. Denn jetzt möchte ich noch die Zeit mit ihr genießen, diesen positiven Tag auch noch schön zu Ende bringen. Wie gesagt, noch Essen kochen und jetzt einfach den Nachmittag komplett tutti hier drin irgendwie aushalten. Hier geht's noch, wir haben 27 Grad, das ist noch mild im Gegensatz zu sonst. So ein bisschen hat sie schon zwischendurch so ein Hängerle, aber jetzt müssen wir die Zeit so ein bisschen überbrücken. Ich habe sie vorhin versucht hinzulegen, aber Energie hoch 10, ne, war viel zu aufgewühlt, glaube ich. Und dann habe ich da hinten noch eine riesen H&M-Bestellung von Hayley. Die muss ich noch auseinandertüteln, was wir behalten und was wieder zurückgeht. Und Spielemax-Sachen, da muss ich noch eine Retoure machen. Also ich habe so ein bisschen noch was zu tun. Aber ansonsten, ich bin einfach nur froh. Mir ist zwar ultra heiß. Ich habe mir natürlich jetzt auch schon kurze Sachen und so angezogen. Aber wie gesagt, hier kann man es aushalten. Und dann werde ich jetzt gleich nebenbei, wenn Hayley ein bisschen malt und wir gespielt haben, meinen Mädels und auch Ralfi schon ein kurzes Feedback geben. Denn die warten alle natürlich sehnsüchtig. Und deswegen fangen wir jetzt an, ne? Das bisschen Haushalt macht sich von allein. Guckt euch diese süße Gusche hier an. Weißt du, eine süße Guschi? Und dann guckt euch das mal hier an. Wir haben 29 Grad. Ich habe bis jetzt immer noch nicht die Fenster aufgemacht. Ach ja, wartet mal, morgen wieder 34 Grad. Du kriegst nix, Bettelheini. Schau mal. Und dann, hörst du auf? Das kühlt sich nicht mehr ab heute Nacht. Also vor 0 Uhr können wir die Fenster nicht aufmachen. Auf jeden Fall, ich sitze jetzt im Wohnzimmer mit diesem kleinen Schleckermäulchen. Kalli, hör auf. Ich mach's jetzt. Du bist ein feiner Junge, du kriegst trotzdem nichts. Das ist derzeit mein absoluter, lässt du mein Handy bitte, danke, Lieblingssnack zum Abend hin. Nein. Cherrytomaten mit Meersalz. Da brauchst du auch gar nicht rumheulen. Ja, genau, müde bist du, ne? Und dazu 2, 3 oder auch 4, 5, 6 Gouda-Scheiben. Nein. Und meinen heißgeliebten Traubensaft. Und das Ganze jetzt mit Grey's Anatomy. Genau so werde ich jetzt in den Feierabend starten. Ich habe ja eben noch ein bisschen Haushalt gemacht, Wäsche und so weiter und so fort. Und das alles bei 30 Grad ist kein Zuckerschlecken, sage ich euch. Aber es ist vollbracht, das Werk. Ich warte jetzt nur noch auf Ralf. Der musste nämlich von der Arbeit heute aus in Hamburg aushelfen und kommt daher sehr spät wieder. Der ist noch mit seinen Kollegen was essen und deswegen kann ich schön meine Serie jetzt gucken. Und ganz viele haben immer gefragt, wo ich das gucke. Auf
Amazon Prime schaue ich das Ganze. Genau. Ich werde euch später berichten oder sogar erst morgen. Für euch sind das ja nur ein paar Sekunden, weil ich am Überlegen bin, ob ich vielleicht Tag 2 auch noch mit in dieses Video nehme. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil ich bin jetzt hungrig und brauche jetzt erstmal eine Auszeit, bevor ich wieder von dem Tag erzähle. Und deswegen, ich überlege mir das. Ihr werdet es ja sehen. Bis gleich oder bis morgen. Mal schauen. 3, 2, 1. So schnell ging das, dass ich gestern eingeschlafen bin. Leute, ich hätte das niemals vermutet, ne? Aber ich war so, so groggy. Und auch heute habe ich gedacht, wir haben nämlich logischerweise Tag 2, werde ich das Ganze ein bisschen einfacher wuppen. Aber nein, mir steht quasi die Müdigkeit und die Erschöpfung ins Gesicht geschrieben. Ich war jetzt eben nochmal duschen, wie jeden Abend, ne? Das Schönste vom Tag. Okay, das ist jetzt wirklich gruselig. Meine Serie fängt einfach an, obwohl ich auf Pause gedrückt hatte. Und du fährst jetzt runter, denn die kleine Mottilini schläft endlich. Und ich wollte euch natürlich einmal ganz fix updaten. Ich habe mir das viel, viel einfacher vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe das Gefühl, nicht nur normalerweise habe ich ein Gedächtnis wie ein Sieb, aber jetzt noch viel, viel schlimmer. Das sind so krasse Eindrücke, dass ich quasi nach dem Kindergarten schon wieder alles vergessen habe. Und immer genau überlegen muss, wie war es denn jetzt wirklich, was ist passiert. Weil das auch für mich, das sind so krasse Eindrücke und guck mir nicht so süß an. Deswegen versuche ich es jetzt kurz und knapp einmal auf den Punkt zu bringen. Ich habe sowieso schon überlegt, ob ich lieber regelmäßig so ein Wochenupdate gebe. Denn sonst würde ich das alles vergessen, wenn ich immer mal so zwischendurch, glaube ich, erzähle. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare auch schreiben, was ihr so für Fragen habt. Also was euch richtig speziell interessiert, dass ich dann da in so einem Kita-Update mal drauf eingehen kann. Ich glaube, das ist auch ganz interessant, wenn ich euch da so ein bisschen mit einbeziehe. Vor allem ist es natürlich dann auch für diejenigen, die darauf warten, dass ihre Kinder in den Kindergarten kommen, mit Sicherheit auch sehr, sehr interessant. Also, wir sind gestern angekommen. Heidi war voller Euphorie, weil wir ja schon seit Wochen immer erzählt haben, dass es sehr, sehr schön da ist, dass sie da mit Kindern spielen darf. Also wir benutzen wirklich so das Wort dürfen ganz, ganz oft und nicht du musst in den Kindergarten. Ich glaube, das ist auch schon ein ganz, ganz kleiner, wichtiger Punkt. Du darfst dann mit den Kindern spielen, du darfst in den Kindergarten. Wie cool ist das denn? Ich habe ihr den Ablauf auch immer schon ein bisschen erklärt. Ich bringe sie in den Kindergarten, dann knuddeln wir und dann darf sie den ganzen Tag da mit den Kindern spielen. 2, 3, 4 Stündchen, weil Heidi ist ja halbtags im Kindergarten. Dann hole ich sie wieder ab, dann knuddeln wir und dann geht's ab nach Hause zum Mittagessen. So war die Theorie die ganze Zeit und ich habe das Ganze natürlich auch so gefestigt, dass ich ihr gesagt habe, dass wir das erst machen, dass Mama so richtig geht, wenn sie sich da wohlfühlt und wenn sich alles eingegroovt hat und sie auch Vertrauen hat. Und das ist mir halt auch richtig dolle wichtig, was den Kindergarten angeht und die Eingewöhnung. Ich weiß, viele haben diese Möglichkeit nicht, die müssen ganz schnell wieder arbeiten oder haben nur ein ganz schmales Zeitfenster und können das nicht nutzen. Aber ich habe eben das Glück und kann das und nutze das auch zu 1000% aus. Und deswegen bin ich vielleicht auch, was das angeht, vom Stresslevel ganz weit unten und relativ entspannt. Denn ich weiß, ich habe quasi alle Zeit der Welt mit Motte und ich möchte auch, dass sie diese Zeit bekommt. Solange sie mich braucht, solange werde ich halt auch da sein. Und ich glaube, diese positive innere Ruhe strahle ich dann, glaube ich, auch auf Motte aus. Auf jeden Fall sind wir angekommen und man hörte dann schon ein Kind ganz, ganz stark weinen. Und ich weiß das noch aus dem Freundeskreis, dass gerade das die Kiddies immer extrem stark ansteckt. Wie so eine Reaktionskette. Ein Kind weint und andere weinen dann gleich mit. Auf jeden Fall hatte Heidi gleich gefragt, was denn da los ist. War ja klar und da habe ich schon gedacht, oh Gott, das geht ja gut los. Dann habe ich ihr halt erklärt, vielleicht war das Mädchen gerade ausgerutscht oder hat sich gestoßen oder so, keine Ahnung. Sind dann da rein und die weinte wirklich sehr, sehr stark und saß da auf dem Schoß. Ich dachte erst, das war die Mama, nachher hat sich rausgestellt, das war einer der Erzieherinnen. Auf jeden Fall wurde das Kind am ersten Tag direkt quasi in den Raum abgegeben und verabschiedet. Lässt du bitte die Fernbedienung in Ruhe. Und die kam damit halt nicht ganz so gut klar. Ich bin froh, dass Heidi auf dieses weinende Kind nicht ganz so stark eingegangen ist. Das war für mich schon mal so Glück gehabt, sondern für sie war gleich so, wow, ganz viel Spielzeug. Und ja, als würde sie jeden Tag das schon machen. Ne? Wir kannten das ja noch aus dem Schnupperkurs. Dann habe ich meine Tasche an die Seite gelegt, mich hingesetzt und habe halt versucht, so habe ich mir das auch vorgenommen, genauso wie in den Spiel- und Turngruppen immer, eher passiv zu sein, also zu gucken, was sie macht, dass sie eben nicht so auf mich fixiert ist und ich ihre Spielpartnerin bin, so wie es halt ja die letzten 3 Jahre gewesen ist, sondern eben, dass das Interesse auf die Kinder oder die Erzieher oder den Raum, wie auch immer, fällt. Und Heidi ist eigentlich ein sehr, sehr offener Mensch
und findet das auch total interessant. Das hat sich aber erst ganz stark dieses Jahr ausgeprägt und geht auf Kinder zu, ist total sozial und Kinder sind ihr Kino quasi, sie liebt das. Und dementsprechend, ja, war sie dann auch total happy, hat gegrinst, war natürlich anfangs noch schüchtern, das ist sie immer, egal wo wir sind. Was ich natürlich auch sehr, sehr gut finde, muss ich dazu sagen, lieber schüchtern und erst kennenlernen, als wirklich direkt, hi, hier bin ich, wer bist du und ich finde alle toll. Ich finde, sowas muss man sich immer erst, ja, erarbeiten, das Vertrauen und die Umgebung und alles. Ne, Kalli, und du brauchst gerade ganz viel Vertrauen und Umgebung. Und dann ging es auch schon los. Die Erzieherin macht das sehr, sehr gut, finde ich, vom pädagogischen Aspekt her. Ich meine, ich bin da jetzt nicht so der Profi, was das angeht, aber nur so vom inneren Gefühl. Also sie spricht alles an mit den Kindern. Also sie leitet sie quasi. Sie sagt so, wir machen jetzt einen Morgenkreis. Nach dem Morgenkreis sagt sie, kommt, Hände waschen, jetzt frühstücken wir, jetzt könnt ihr mal eure Täschchen holen mit den Brotdosen. Und nach dem Frühstück, komm, wir waschen jetzt nochmal die Hände. Wer nochmal auf Toilette gehen muss, geht nochmal auf Toilette und dann gehen wir raus. Also sie leitet sie und das finde ich richtig, richtig gut, weil das halt so eine Struktur und auch, glaube ich, für das Kind ultra wichtig ist, dass man so eine Orientierung hat und nicht irgendwie so quasi im Raum steht und ja, nicht weiß, mit sich anzufangen. Und das haben wir dann auch gemacht und Motte wollte natürlich, logischerweise, hallo, erster Tag, dass ich überall mit dabei bin. Komm Mami und Mama, komm, wir machen jetzt das und das und total süß. Und so nach einer Stunde, zwei, habe ich gedacht, gut, jetzt wird mal Ende sein und die Kleine wird jetzt auch sicherlich extremst geschafft und geschwächt sein, weil das ist natürlich so viel, was auf einen einprasselt. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir den ganzen Tag bis zur letzten Sekunde da bleiben werden, aber Motte, ne, die war so geflasht, so positiv. Das war ganz, ganz süß. Und dann haben wir so viel gespielt, auch mit den anderen Kindern. Und ich habe mich halt auch mit integriert und die Kinder gefragt, wie sie heißen, um Heidi so ein bisschen das abzunehmen, weil sie halt, wie gesagt, am Anfang sehr schüchtern ist. Aber wenn sie erstmal Bescheid weiß, dann spricht sie die Kinder auch schon mit Namen an und fragt, Mensch, wie heißt du? Und so, also total entzückend ist das. Ja, und so ging dann der erste Tag auch vorbei. Und heute war es eigentlich genauso. Heute war sie schon ein bisschen mutiger, ist dann auch sogar von mir weg und hat so ein paar Meter entfernt mit den Kindern gespielt, beziehungsweise sie ist mehr so die Guckerin. Sie beobachtet immer erstmal minutenweise und erst dann geht sie ins Geschehen mit ein. Und ansonsten, wie gesagt, war ich überall mit dabei. Versuche mich aber, wie ich es eben schon gesagt habe, überhaupt nicht so aktiv mit einzubringen. Aber natürlich, wenn sie es verlangt, dann bin ich sofort zur Stelle. Das ist ganz, ganz klar. Und ich habe auch mit den Erziehern gesprochen, dass es mir wichtig ist, dadurch, dass wir sehr bedürfnisorientiert erziehen, sage ich jetzt mal, dass ich halt Hayley genau das geben möchte, dieses Vertrauen. Ich möchte, dass sie hier erstmal ankommt, dass sie weiß, dass ich da bin und eben nicht diesen starken Cut mache, so am zweiten Tag quasi, muss es schon funktionieren. Ganz im Gegenteil, ich habe die Zeit und ich werde sie nutzen und ich glaube, dass das eine ganz, ganz tolle Basis ist, die sich natürlich dann letzten Endes auch auszahlt. Wie gesagt, das war heute erst der zweite Tag. Ich weiß nur eins, ich bin unfassbar stolz auf mein Kind, total. Also die strahlt, die blüht auf. Ich meine, jetzt ist das natürlich auch so extrem, weil ich eben da bin. Und dieser Moment, wenn ich denn das erste Mal den Raum verlasse oder halt gar nicht da bin, davor muss ich euch ganz ehrlich gestehen, da graut es mir vor, da kriege ich Gänsehaut, da kriege ich sofort Pipi in den Augen. Also ich bin super sentimental und emotional, was das Ganze angeht. Aber mir selber hilft es eben, was ich euch jetzt schon tausendmal gesagt habe, dass ich mir die Zeit nehmen werde, auf jeden Fall. Ich finde, Erzieher und Eltern müssen zusammenarbeiten und gut kooperieren und versuchen, eine gute Mischung und Lösung zu finden. Also nicht nur der eine entscheidet und der andere, sondern wir müssen uns da zusammentun. Und ich habe denen meinen Weg gesagt und quasi mitgegeben. Ist vielleicht nicht der, den jeder geht und auch nicht kann, eben aus den Gründen, dass man die Zeit nicht hat. Aber ja, mir ist das ultra wichtig. Ich bin gespannt, wie die nächsten Tage jetzt werden und hoffe auf jeden Fall, dass alles gut wird. Aber letzten Endes, mir ist ja bewusst, dass ein Kindergarten was Tolles ist für das Sozialverhalten. Das habe ich auch auf Instagram gepostet, weil viele sagen, Mensch, Jule, du musst loslassen und das ist was Tolles und so. Das weiß ich alles, das weiß ich. Das hat aber auch nichts mit dem Loslassen zu tun. Für mich ist der wichtigste Grund, dass mein Kind
die Zeit bekommt, die es braucht. Und nicht dieses, innerhalb von 24 Stunden musst du vertrauen. Das macht keiner von uns. Also wenn ich irgendwo in einem Job neu anfange, schließe ich auch nicht am ersten Tag gleich mit irgendwem beste Freundschaften oder vertraue sofort meinem Chef oder kann alles, sehe alles und möchte hier für immer und den Rest meines Lebens bleiben. Das ist für mich einfach der Kernpunkt. Wie das Ganze noch so wird, werdet ihr mit Sicherheit dann sehen. Das Mädchen, was so dolle geweint hatte, die Mama wurde angerufen und die kam dann auch gleich zurück. Also die brauchen auch ganz, ganz viel Zeit. Auch heute hat man gemerkt, das funktioniert nicht, dass die Mama sofort geht. Jetzt krallt sie natürlich erst recht. Und auf der anderen Seite, bei dem anderen Mädchen, also wir sind insgesamt, die angefangen haben jetzt, 1, 2, 3, 4 Mamas. Und das eine Kind ist es schon total gewöhnt von der Tagesmutter. Die wurde am ersten Tag verabschiedet und die ist ab in den Raum und hat da richtig Party gemacht. Das war unfassbar. Ich habe nachher die Erzieherin gefragt, wie alt sie ist und wie kann das sein? Die konnten sich das auch überhaupt nicht erklären. Und dann hat sich nachher halt rausgestellt, dass das Kind ein Jahr lang bei einer Tagesmama gewesen ist und das für sie total normal ist. Das gibt es eben auch. Die einen Kinder brauchen die Mama noch ganz, ganz lange. Bei den anderen Kindern funktioniert es. Bei den anderen probieren es die Mamas aus. Und wenn es nicht klappt, dann muss man eben weiter dranbleiben und es ausprobieren. So macht es jeder, wie er es für richtig hält. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, dich auch zu respektieren und zu akzeptieren und nicht die typische Müttermafia rauszulassen, zu sagen, so wie du das machst, ist das falsch und scheiße und es geht gar nicht und so wie du, bla 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 bla. Ich glaube, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir müssen alle am gleichen Strang ziehen, dann wäre alles viel, viel einfacher. Ist einfach so. Die ersten 2 Tage waren positiv, wir leben im Hier und Jetzt. Wie es morgen aussieht, keiner weiß, es kann morgen noch besser aussehen. Vielleicht funktioniert es auch so, vielleicht eben aber auch nicht. I don't know. Ich lasse es alles auf mich zukommen. Ich tausche mich mit meinen Mädels aus. Ich tausche mich mit euch aus, was ich ultra gut finde. Auch ganz, ganz viele von euch sind Erzieher und schreiben mir auch auf Instagram, was ich so faszinierend und toll finde. Und wir schaffen das. Wir schaffen das alle. Und da müssen wir durch. In diesem Sinne, bis dann. Tschüss.